Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite heute der liebe Sven. Hallihallo. Hallo. Und wir reden heute über den niederländischen Film Mein Totemtier und ich von Sander Burger, der jetzt am 6.6. in Kinos läuft. Und Sven, magst du kurz mal zusammenfassen, was es geht? Also, die 11-jährige Amalie ohne Aufenthaltserlaubnis mit ihren Eltern, ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrem Bruder in Rotterdam. Doch durch einen Wasserrohrbruch werden sie entdeckt. Während ihre Mutter und ihr Bruder bei der Polizei auf die Abschiebung warten, sucht Amar ihren Vater und bekommt dabei Hilfe von ihrem besten Freund und einem monströsen Stachelschwein. Ja, genau. Ein Stachelschwein, das ihr Totemtier ist, das mehr als überdimensional ist und ihr auf Schritt und Tritt folgt und mit Rat und Tat, auch wenn es nicht reden kann, zur Seite steht. Und ich muss sagen, also das Ding ist eindeutig ein Kinderfilm. Ich meine, die Hauptdarstellerin ist 11 in dem Film, der ist eigentlich auf Kinder- und Familienfilm ausgelegt. Aber ich finde, das ist schon verdammt, also harter Tobak, auch wie das alles mit dieser ganzen Abschiebung, dass sie dann von ihrer ganzen Familie getrennt wird und so. Ich meine, es ist halt leider Realität und gut, dass es so aufgezeigt und aufgearbeitet wird, aber trotzdem schon harter Tobak. Wie findest du das? Ja, fand ich auch. Also sie verpacken es zwar sehr schön, aber ich glaube, als ich die FSK dann gesehen habe, so FSK 6, dachte ich, oh, ich glaube für die Kleinen, die raffen es nicht so ganz und weiß auch nicht, ob der die ein bisschen überfordert. Ich hätte tatsächlich so ein Zwischending gewählt, was weiß ich, so zwischen 8 und 10 passt. Mhm, ja, weil also der schon unverschönt dann zeigt, wie das ist, dass die Arme ist ein Zeitpunkt, wo die Polizei kommt, gerade einkaufen, deswegen wird sie nicht festgenommen, aber ihre Mama und ihr Bruder halt schon. Und dann fallen auch so Sätze wie, ja, also, wenn wir die jetzt noch nicht finden, dann wird ihr ins Flugzeug setzen, zurück abgeschoben und was mit eurer Tochter passiert, ja, weiß keiner so genau. Und ja, ist alles nicht so schön und trotzdem, ich finde, dass der Film das gut verpackt und, also klar, natürlich an ein jüngeres Zielpublikum gerichtet, aber denen das auch schön erklärt, auch mit diesem totem Tier und mit diesem Stachelschwein, der sie dann hilft und so. Das ist ganz süß verpackt. Ja, das fand ich auch. Ich finde es auch schön, dass sie das Stachelschwein mit Animatronics gemacht haben, ja, und definitiv nicht alles komplett mit CGI. Ich glaube, nur die Beine sind CGI und das Totem von einem, den sie dann später auch trifft. Aber so finde ich, das war sehr imposant, weil da haben sie sich ordentlich Mühe gegeben. Das sieht super aus, wenn es da durch die Gegend wankt. Und ja, das war toll gemacht. Also man muss sozusagen, dass das Totem, dieses Stachelschwein ist so groß, dass sie darauf reiten kann im Prinzip. Also das ist wirklich überdimensional und das macht schon Spaß. Der hat auch seine fair amount of Humor und der nimmt das alles nicht zu schwer, weil man es doch irgendwie dann verpacken muss. Aber ich fand, der hat das richtig gut erklärt. Der hat mich ein bisschen erinnert an, ich habe vor ein oder zwei Jahren auch einen niederländischen so Kinderfamilienfilm geschaut, der hieß Mein Freund der Pirat, wo es um ein ähnliches Thema ging, wo in so ein kleines Küstenörtchen auf einmal Piraten ziehen und die halt in einem Schiff wohnen und halt auf ihrem Grundstück halt kein Haus und ein Schiff stehen haben und halt auch wie Piraten halt leben und auf diesem Schiff wohnen und dann auch dieses ganze Thema dann Immigration, Einwanderung auch auf total kinderfreundliche Art irgendwie erklärt. Also ich weiß nicht, ob das so ein Ding mit niederländischen Kinderfilmen ist oder ob das jetzt einfach nur die zwei war, die ich gesehen habe, aber anscheinend beschäftigt die das dort. Ja, und ich kenne es mit den Piraten jetzt nicht, wobei es wirklich gut anhört, das könnte auch was für mich sein. Es war so, dass wir, ach Gott, das ist ein ganz berühmter TV-Lehrer in den Niederlanden, von dem haben wir einige Filme gesehen. Gibt es eine ganze Reihe, ich komme aber jetzt nicht auf den Namen. Die fand ich auch schon gut. Die haben ernste Themen gehabt, die haben die aber kindgerecht verpackt und auch wichtige Themen, aber sie spielerisch mit einfließen lassen, so dass es jeder versteht, dass es auch nicht dieser erhobene Zeigefinger ist, sondern wirklich schön einfühlsam, viel mit Empathie und viel auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Das fand ich damals schon super. Vielleicht haben die da einfach ein großes Faible für. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Und also die, ich würde sagen Antagonisten, aber einfach so die, ja, doch die Antagonisten im Film ist die Mutter von ihrem besten Freund im Prinzip, die Polizistin ist und das halt am Anfang auch gar nicht gut heißt, dass die da jetzt weg ist und nicht gefunden werden kann, die Arme. Und ihr bester Freund, also der Sohn von der Polizistin, hilft ihr aber auch, sich zu verstecken und so. Und die macht halt auch eine schöne Wandlung, dann finde ich, durch in dem Film
von dieser, meine Karriere, meine Beförderung ist das Wichtigste, bis dann, vielleicht ist das doch nicht alles so und vielleicht sind manche Regeln auch da, um gebrochen zu werden. Was auch irgendwie so ein Overall-Theme von dem Film ist, das am Schluss auch nochmal aufgegriffen wird, dass man vielleicht Sachen hinterfragen sollte, warum sie so sind, wenn man sich das nicht erklären kann oder das nicht gut findet, warum sie so sind, man dafür auch einstehen kann und dadurch Sachen ändern kann. Ja, die macht schon eine schöne Wandlung. Ich fand sie jetzt auch nicht so, also kindgerecht bedrohlich, ja. Das mit den Hunden auch, wo sie anfangen, Amma dann anfangen zu suchen, fand ich auch, da wurde eine kleine Drohkulisse aufgebaut, also es sieht bedrohlich aus, aber es ist nicht schlimm, es wird jetzt keinen direkt überfordern, außer du bist 6. Und bei ihr war es wirklich so, bei der Mutter von Tess, das hat mir auch gefallen, auch so diese, ihren Partner, der ihr ja auch gerne mal ein bisschen mehr Empathie rät, man kann es ganz gerne an der Kaffeemaschinen-Szene, die mir auch wirklich gut gefallen hat, und ja, sie sich auch wandelt, weil sie auch einfach merkt, okay, gut, das ist unmenschlich, wie das abläuft und da ändere ich jetzt was, und das hat mir auch gut gefallen und es ist auch nachvollziehbar. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus dem Stegreif, dass man jetzt sagt, zack, und sie ändert ihre Position, sondern es ist ein schleichender Prozess und das fand ich auch. Ja, definitiv. Und auch, also er zeigt halt auch, der Thais, der mobilisiert dann seine Klasse, um dagegen zu protestieren, dass sie abgeschoben wird, dass sie in den Film abgeschoben wird. Und ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es ist doch ein Kinderfilm. Am Schluss gelingt ihnen das dann auch. Und ich finde auch schön, dass sie das, also dass der Film so zeigt, okay, wenn man was nicht passt, kann man was dagegen machen, wenn man will. Und man, es kann sich auch was bringen, dann dagegen aufzustehen. Es wird eine wichtige Botschaft zur Zeit auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage jetzt rein stilistisch bei dem Film, ob dir das aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, aus irgendwelchen Gründen, dass die Kamera sehr oft sehr schief war. Und ich weiß nicht, warum. Es ist so, dass, also ich hab gelesen, dass die Kamera praktisch Ammas Welt widerspiegelt. Und wenn am Anfang alles gut, also relativ gut läuft, ist sie auch gerade, aber wenn sie dann anfängt, aus den Fugen zu geraten, dann wird die Kamera schief. Ja, okay, das macht Sinn. Es hat mich nur ein bisschen irritiert, weil dann sieht man so diesen Film und dann wird auf einmal wirklich die ganze Zeit die Kamera schräg gestellt und du denkst so, was genau sehe ich da jetzt und warum ist das schief? Aber ja, aus dem Blickwinkel, macht das irgendwie Sinn, wenn man das so betrachtet. Aber es ist nicht störend. Also ich finde es jetzt nicht so, ich bin da auch normalerweise echt kein Freund von, weil es mir da relativ schnell kotzig wird. Hatte ich bei Challengers letztens, ja. Aber da ist es okay. Also das passt, das ist gut gemacht, das ist nicht aufdringlich, es ist nicht zu nervig oder so, das ist okay. Okay, mich hat das leider ein bisschen irritiert, aber gut. Ich war so, warum ist die jetzt schon wieder schief? Aber ja, macht auch irgendwie Sinn mit dem, dass ihre Welt aus dem Fugen gerät und sie dann das vielleicht anders empfindet. Gut, hast du noch Punkte, die du ansprechen magst, Sven? Ja, wie war es bei dir mit der Laufzeit? Boah, 90 Minuten fand ich okay. Oder waren es 90? 100 ja, Minuten? 90. Irgend sowas. 90, ja. So zwischendrin hätte ich mir tatsächlich noch vielleicht ein bisschen weniger gewünscht. Oh, okay. Weil es dann wieder so das Ende, das Finale zieht sich so ein bisschen, finde ich. Ich meine, sie laufen sich ja immer wieder mal über den Weg, indirekt. Mhm. Aber so irgendwann habe ich gedacht, oh komm, können wir jetzt irgendwie mal langsam. Also ich war jetzt nicht gelangweilt oder sonst was, aber ich habe gedacht, oh nee, wieder wegrennen. Und da dachte ich mir, naja, vielleicht wäre eine knackigere Laufzeit ein Ticken besser gewesen. Okay, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich fand eigentlich, dass, vor allem wenn man bedenkt, dass das alles in einem 11-jährigen Mädchen passiert, dann doch sehr kondensiert schon auf diese 1,5 Stunden. Ne? Aber gut, vielleicht ist auch einfach unterschiedliche Sehgewohnheiten, die wir haben, weil auch schaut 3 Stunden Leute dabei zu, die in die Ferne starren. Also, ja, das stimmt allerdings. Also wenn sie bei mir in die Ferne starren mit Waffen, ist das in Ordnung. Aber wenn sie einfach nur in die Ferne starren, kann ich das 3 Stunden lang nicht gebrauchen. Nee, sonst, ich fand den Cast auch gut. Also, ja, definitiv. Bei einem Kinderfilm ist es ja wirklich so, auch das A und O und das Ausschlaggebende, und die haben alle wirklich toll gespielt. Ich fand den Vater witzig. Schade, dass er nur so kurz aufgetaucht ist. Mhm. Und ja, das hat alles echt gut gepasst. Also es gab niemanden, wo ich gedacht habe, oh. Ich fand auch vor allem die Arma und ihren besten Freundin Thais, also die waren auch genial. Dafür, dass es, glaube ich, ihre ersten Rollen auch so sind, haben die das super gemacht und waren da echt gut vor der Kamera. Also Respekt dafür auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fazitmäßig, ich kann den empfehlen. Ich fand den süß, ich fand den nett, der spricht ein wichtiges Thema an, den kann man auf jeden Fall machen. Ich fand's erfrischend anders. Der hat auch so ein bisschen was Märchenhaftes teilweise drin. Ja, dieses Totemtier halt, das ist auch so, es wird halt erklärt, auch was es ist, aber es wird auch nie aufgegriffen, dass sie das Ding da jetzt sieht, und das finde ich auch ganz süß so. Und der hat einfach wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich kann auch nur empfehlen, der hat sogar einige Preise eingeheimst. Verstehe ich auch. Nur mal 2 rausgeschrieben, einmal den Michel Kinderfilm, Kinder und Film in Hamburg, und in New York hat er den International Children Film Festival Preis auch gewonnen, und zu Recht. Also definitiv. Absolut empfehlen. Definitiv.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr findet den Telestammtisch überall, wo es Likes gibt. Und würde uns freuen, wenn ihr es euch bewertet und die Likes verteilt. Und danke an dich, Sven, für diese Besprechung. Gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.